ist ein Problem. Ich gehe mit noch mehr. Ich weiß nicht, wie es zurückgeht. Flipper. Nein. Flipper. Ich muss ihn essen. Und da war der Monster, meine Freunde. Und da war der. Eine neue Fahrt. Alles klar, okay, geil. Freunde, wir fahren jetzt rüber zum... Wir gehen rüber zum Stand. Und zwar möchten wir uns ein wenig am Surfen probieren. Ich hab's noch nie gemacht, Easy hat's noch nie gemacht. Aber Palle kann das, glaube ich, schon, ne? Ja, ich war Surfprofi. Ja? Ja, zusammen geil mit Bergi. Ehrlich? Okay, cool. Easy, du hast echt einen süßen Hintern, weißt du das? Ja, wir fahren auf jeden Fall jetzt rüber und gehen rüber. Der liebe Dena kann leider nicht mit, weil der muss arbeiten. Es tut mir auch wahnsinnig leid für dich, Felix. Ich werde auf jeden Fall die GoPro mitnehmen und ein wenig versuchen zu filmen. Ich hoffe, dass wir am Strand nicht beklaut werden. Falls doch, dann könnt ihr das Video ja gar nicht sehen. Also wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir nicht beklaut worden sind. Ich würde sagen, wir können los, oder Jungs? Dann sehen wir uns am Strand von Center. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, den ich nicht habe. Das ist so traurig, aber auch schön. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Strand von Santa Monica wieder. Und gut, man muss auch mal gut beisagen können. In diesem Fall, Dena, viel Spaß. Schaut euch das an, dieses Gesicht. Pure Zufriedenheit meinerseits. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zum Strand und sehen uns dann gleich da wieder. Tschüss! I wonder what it feel like to do that shit in real life. And now I know I got it. That's the reason no ID has signed me on a dotted. But it's still visionary to the death of me. Yeah, I'm trying to make it, but I gotta find a recipe. Greatest of all time, I want the world addressing me. At the hotel, these beautiful girls undressing me. Yo, meine Freunde, was geht? Wir sind jetzt am Strand und es war ein bisschen heiß mit dem Sand, oder? Nee, war richtig angenehm. Es hat uns echt die Füße verbrannt. Zum Glück habe ich Flipflops dabei. Da hinten sieht man ganz entfernt den Santa Monica Pier und Paluten, der sich mitten ins Bild stellt, weil sie nicht juckt. Nee, es ist okay, es ist okay. Ja. Meine Freunde, wir werden jetzt mit diesem Geilo-Gerät ein bisschen Geilo-Spaß haben, nämlich ein bisschen Geilo-Surfen. Und wenn natürlich ihr noch Haut an den Füßen habt, einfach mal über den Santa Monica Pier laufen. Also, nee, hier am Strand. Oder einfach mal Daumen hoch geben. Ja. Jedenfalls würde ich jetzt sagen, Freunde, wir nehmen jetzt einfach mal rein. Die Wellen sind traumhaft. Und ja, hoffentlich haben wir optimale Bedingungen. Wir waren bis jetzt selber noch nie surfen, aber wir gucken einfach mal, was so abgeht. Beziehungsweise ich habe es einmal versucht, habe mich dabei am Rücken verletzt. Ich hoffe mal, heute ist es nicht der Fall, aber hier gibt es auch keine Riffe und sowas. Von daher, Freunde, ich würde sagen, ab geht's ins Wasser. Wir sehen uns im Wasser. Bis gleich. Tschüss! Man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new grills and they all gold. So I got that beef with the po-po. They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears and the fans just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A-team, no Ed Sheeran. I'm headed for the stage, now they clearing. All the bad women in the building, man. There's bad women in the building. Let's get it started tonight. Hi friends, we're here at Santa Barbara Beach and our day was so huge and extreme. Leute, wir sind hier wieder am Strand, ihr habt gerade die krassen Surfanlagen gesehen. Alter Schwede, sind wir abgegangen. Ohne Spaß, ich weiß noch, Easy, wir haben hinten am Pier gestartet und sind jetzt hier. Ja. Leute, dafür mal 1 Milliarde Daumen hoch, wenn ihr nochmal ein paar davon sehen wollt. Und sorry, dass wir vergessen haben, in Hawaii zu filmen, aber wir waren gerade echt im Film quasi. Wir waren, Leute, es war so krass. Leider habe ich die guten Szenen nicht aufgenommen. Ich bin eben tatsächlich auf einer Welle geritten von da bis hier und habe dabei einen Salto gemacht mit Feuerspucken. Ja, das war krass. Ne? Du hast dann nebenbei balanciert irgendwie. Richtig, das ist fucking extreme, guys. Ja, ihr seht hier mein Board, das ist ein Equalizer von TC. Das ist ein ziemlich geiles Board. Ne, mal ehrlich, wir waren eigentlich ziemlich scheiße. Aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was wir falsch gemacht haben. Beziehungsweise ob wir überhaupt irgendwas richtig gemacht haben, ist ja eigentlich die Frage. Ich konnte leider mit der Kamera nicht so viel filmen, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Wir gehen jetzt gleich wieder zurück. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Ich weiß nicht, wäre das ja noch ganz gut. Ich bin Sandy, Mann. Wenn wir Zeit haben, würde ich gerne noch ein bisschen mit dem Pennyboard herumfahren. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann fahren wir gleich noch an Mulholland Drive.
und gehen dann da hinten auf den Pier ein bisschen Achterbahn fahren, Izzy. Freust dich da drauf? Alle Mann, Achterbahn, hey! Wow. Ja, das war's. Ja, genau. Paul ist ja schon in seinem Winterschlaf, der junge Mann, der hat gar kein Interesse mehr an uns. Der ist aber auch gerade eben krass abgegangen, muss man zu ihm sagen. Das war echt heftig. Das war wirklich heftig. Vor allem, dass er einfach eben... Ich wusste nicht, dass man einen Kickflip mit einem Surfboard. Ja, vor allen Dingen, dass er einfach den weißen Hai kaputt geboxt hat auf der Welle, weißt du? Das war krass. Und dass er dann einfach den weißen Hai... ein bisschen gemobbt, ey. Ja, Digga, du hast ihn einfach... Leute, schaut euch das bei Paul im Video an. Er hat einfach diesen Hai komplett zerboxt. Das ist echt krass. Ja, was soll ich sagen? Das war's auf jeden Fall vom Strand hier. Und ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut, ich verschwinde jetzt in Isis Bauchnabel. Tschüss. Boah! Back in LA, back in LA. Willkommen in Venice Beach. Ich schrei rum, weil ich behindert bin. Auf dem Highway durch die Nacht mit Power 106 und Radio weiter durch die Stadt. Auf jedem Streifen nur freie Spur, Bruder. Keiner gibt nen Fuck, keiner gibt nen Fuck. Eine Flasche voll Hennessy, zwei Straßen zum Venice Beach, drei Spasten, die Scheiß machen wie Gambadabin und Anna East. Hey, am rot-blauen Panel direkt den Sound auf in Richtung Downtown. Mit drehenden Reifen umgeben von Palmen durch Nacht. Ich bin mit meiner Crew mit dem Unterarm Hydro-Tattoo. Nach einem Blick auf die Stadt von den Beverly Hills kriegt der Doktor noch einen Besuch. Wir hang mit der Sprizzle und dem Granddad, die Hermes Fly. Ich flieg über LA mit den Jeremy. Hey, Freunde. Ihr wollt ja schon bestimmt immer wissen, wenn ich so emotional bin und wenn es mir schlecht geht, wo ich zum Weinen hinkomme, und das ist halt hier oben. Hier weine ich manchmal Hallo. Nachts, wenn es mir scheiße geht, komme ich hier hoch, guck mir hinten das Hollywood-Schild an, was man da sieht. Übrigens, das ist das Hollywood-Schild, siehst du das, ne? Da vorne. Oh, und dann weine ich hier ein bisschen, Freunde. Aber das Haar ist so ein bisschen... Ich weine gern. Ein bisschen versetzt. Weinst du auch gern? Alter, schönes Haus. Weingummi, haha!